Ich bin's wieder, eure Lara. Ihr habt Vibrationsmarken am Bauteil, quietschende Geräusche oder ein Ausbrechen des Werkzeugs. Läuft der Fräser nicht ruhig, kann das unschöne Folgen haben. In unserer heutigen Folge Chips and Tricks zeige ich euch, mit welchem Spannfutter ihr das in Zukunft vermeidet. Wenn euer Fräser nicht ruhig läuft, kann es manchmal schon ausreichen, mit den Parametern zu spielen. Beispielsweise Vorschub, Zustellungen und Drehzahl. Bekommt ihr das Problem allerdings trotzdem nicht in den Griff, kann das richtige Spannfutter helfen. Ich erkläre euch jetzt, welchen Einfluss verschiedene Spannmittel auf den Fräsprozess haben. Das HPC Kraftspannfutter punktet mit einem sehr ruhigen Lauf. Erst kurz bevor der Fräser das Bauteil wieder verlässt, ist so ein leichtes Piepen zu hören. Das wird durch den nachlassenden Schnittdruck verursacht, der entsteht, wenn der Vorschub abnimmt. Dabei schneidet sich der Fräser frei und die Späne werden dünner. Schauen wir uns das Weldon-Spannfutter mit Zylinderschaftaufnahme an. Hier wird der Fräser durch eine seitliche Spannschraube nur an einer Stelle geklemmt. Dadurch bleibt dem Fräser mehr Spiel, was ihr sowohl beim Einfahren als auch beim Freischneiden deutlich hören könnt. Beim Einfahren muss der Fräser erst Schnittdruck aufbauen und das Spiel aus der Aufnahme herausdrücken. Auch beim Freischneiden ist das Geräusch deutlich hörbar. Lässt der Schnittdruck nach, gewinnt der Fräser durch das Spiel wieder mehr Platz. Dieses Spannfutter ist also beim Einfahren und Freischneiden etwas unruhiger. Trotzdem könnt ihr während des Fräsvorgangs eine hohe Laufruhe erzielen. Wie beim HPC Kraftspannfutter. Schauen wir uns an, was passiert, wenn wir zu einer weniger steifen Aufnahme greifen. Beispielsweise dem Hydroden-Spannfutter. Verwendet ihr große Fräser, raten wir aber von diesem Spannfutter ab. Hier kommt zu viel Radiallast auf. Das Hydroden-Spannfutter hat zwar eine hohe Dämpfung, ist aber zu elastisch, um die hohen Fräskräfte aufzunehmen. Wenn der Fräser hier einfährt, entstehen neben kreischenden und pfeifenden Geräuschen auch Vibrationen. Der Grund dafür ist mangelnde Steifigkeit. Dann hilft es leider auch nicht, an den Parametern wie Vorschub oder Drehzahl zu spielen, denn die Ursache liegt in der Aufnahme. Das Schrumpffutter ist kostengünstig, einfach zu benutzen und daher sehr beliebt. Und mit kleinen Fräsern könnt ihr damit auch einen schönen Fräsvorgang erzielen. Das gilt aber nicht für große Fräser, denn die dabei entstehenden Fräskräfte sind zu hoch und führen zu einer ähnlichen Vibration wie beim Hydroden-Spannfutter. Die schlanke Kontur des Schrumpffutters begünstigt zwar die Zugänglichkeit zum Werkstück, bringt aber, wie das Hydroden-Spannfutter, zu wenig Steifigkeit auf, um die Fräskräfte aufzunehmen. Wir können also festhalten, dass das Spannfutter einen großen Einfluss auf den Fräsvorgang hat. Wenn ihr Schwierigkeiten mit Vibrationsmarken habt, greift ihr am besten zu HPC Kraftspannfutter oder zu Weldon Spannfutter mit Zylinderschaftaufnahme. Hydroden-Spannfutter und Schrumpffutter eignen sich weniger für einen laufruhigen Fräsprozess, da diese beiden Spannfutter weniger Steifigkeit bieten. Deshalb lautet mein Chip-Tipp für einen optimalen Fräsvorgang: Mit HPC Kraftspannfutter erreichst du mehr Standzeit, kürzere Taktzeiten und eine bessere Fräsleistung.